Sehr geehrte stellvertretende Regionspräsidentin Frau Klavunde, sehr geehrter Herr Michael Fürst, sehr geehrter Professor Isaac, meine Damen und Herren, liebe Freunde, wenn wir kommen, um Chanukka zu feiern, müssen wir zuerst den geschichtlichen Hintergrund dieses Feiertags kennen und auch wissen, welche Bedeutung dieser Feiertag heute für uns hat. Erlauben Sie mir bitte, mit der Erklärung der Bedeutung des Feiertags zu beginnen. Chanukka bedeutet Einweihung, weil an diesem Tag, am 25. im jüdischen Monat Kislev, die Einweihung des Tempels nach der Befreiung von der griechischen Besatzung stattfand. Aber das Wort Chanukka bedeutet auch Erziehung. Dieser Feiertag hat für uns eine aktuelle Botschaft, auch hier in Hannover zum Ende des Jahres 2015. Weil das Kampf der Makkabäer gegen die Besatzer war ein Kampf für Religions- und Meinungsfreiheit. Es war das erste Mal in jüdischer Geschichte, dass die Juden nicht von physischen Unterdrückung gelitten, wie bei zum Beispiel bei Purim-Geschichte oder bei Pesach-Geschichte, sondern von religiöser Unterdrückung. Somit steht der Kampf und der Sieg der Makkabäer für die freie Religionsausübung. Deshalb entzünden wir auch heute noch als Vermächtnis jedes Jahr am Chanukka abends im Dunkeln das Feuer der Chanukka-Kerzen, weil der Kampf zwischen Licht und Dunkelheit aktuell relevant ist und Feuer sowohl erleuchtet als auch erwärmt. Und dieses Feuer in die Welt zu bringen, ist unsere Aufgabe, auch wenn die Chanukka-Kerze gelöscht sind. Diese Botschaft trägt Chanukka nicht nur für uns Juden, sondern für alle Menschen auf der Welt. Und diese Chanukka-Fackel geben wir seit 2180 Jahren an die nächsten Generationen weiter. Ich bedanke mich bei der Stadt Hannover für die Möglichkeit, diese Feier hier im Opernplatz zum 9. Mal ausrichten zu können. Ich bedanke mich auch ebenfalls bei der jüdischen Gemeinde Hannover, bei Herrn Michael Fürst und Herrn Arkadi Litwan für die Zusammenarbeit bei der Realisierung dieses Projekts. Ich bedanke mich bei Professor Andor Isaac für das musikalische Chanukka-Unterstützung, die kommt gleich. Ich bedanke mich auch bei Professor Albert Mamriev für seine musikalische Überraschung, die wir in ein paar Minuten hören werden. Meine Damen und Herren, aber wie lautet die Geschichte von Chanukka? Lass uns diese von unseren Ministerpräsidenten hören.